wen ist denn das? Für Luise. Die ist erwachsen und du machst ihr trotzdem Stullen. Man nennt das Bemuttern. Ich habe da was aufzuholen. Habt ihr schon gepackt für euer Partywochenende? Nee. Aber außer Schlafsack und ein paar Klamotten brauchen wir ja sowieso nichts. Und einkaufen erledigen wir auf dem Weg zur Hütte. Und die Hütte ist wirklich einsam im Wald? Mhm. Und jetzt sei mal nicht so spießig. Guck mal. Wir haben sogar eine komplizierte Wegbeschreibung. Der ist schon seit Tagen nervös wegen Luisa. Hast du von ihr geschwärmt oder was? Quatsch, aber der kennt dich und da ist er auf Ideen gekommen. Egal. Du kannst mir übrigens gratulieren. Ich habe den Praktikumsplatz. Was denn für ein Praktikum? Ab Juli über Kiel bis in die Arktis, dieses Forschungsschiff. Und das sagst du mir so nebenbei? Naja, was heißt nebenbei? Ich habe die Bestätigung erst heute Morgen bekommen. Du bist so ätzend, weißt du das? Hey Leute, warte mal. Wieso, was ist denn jetzt los? Du weißt doch, dass ich Meeresbiologe werden will. Ja, ab Oktober. Aber du bist den ganzen Sommer nicht da und sagst mir nichts? Das Praktikum ist der Hammer. Du könntest dich auch für mich freuen. Du hast mir nicht mal gesagt, dass du dich beworben hast. Und jetzt soll ich mich für dich freuen? Ja, dachtest du, ich hänge nach dem Abi einfach hier rum? Nein, aber danach bist du weg und studierst. Hätte ja sein können, dass ich dir irgendwas bedeute. Na. Alles okay? Alles gut. Wollen wir los? Ja. Hey, hey, du musst zum Training. Hallo? Die ist irgendwie ziemlich schwer. Kommt, ich helfe. Ist was passiert? Lenny nervt einfach gerade. Hey, du bist ja. Na? Was ist denn los? Ich musste nachdenken. Über uns. Okay. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du so auf meinen Gefühlen rumtrampelst. Was, wegen dem Praktikum? Ich habe mitbekommen, wie du Luisa anklotzt. Ich dachte, das wäre geklärt. Ja, weil du keine Chance bei ihr hast. Aber wenn man verliebt ist, macht man sowas nicht. Ist es echt nicht, oder? Jetzt dreh mal nicht gleich durch, Mann. Es tut mir leid. Nein, Lenny, das geht so nicht. Wenn dir dein Praktikum wirklich wichtiger ist als ich, dann ist es eben aus. Wow. Okay. Wie du meinst. Nach dem Abi hätten wir uns eh nicht mehr gesehen, richtig? Gut. Dann war's das wohl. Zwei Wochen war alles in Ordnung. Jetzt ist es einfach okay für ihn. Tja. Und jetzt sitzen wir hier fest. Kein Netz. Sonst hätte ich wirklich glatt Mama angerufen, dass sie uns abholt. Ich halte es schon aus. Lotte, ich bin stolz auf dich. Du passt auf dich auf. Total konsequent und das ist großartig. Hey! Der Idiot da drin hat dich überhaupt nicht verdient. Verstehst du das? Gut, dass ich dich hab. Ich weiß. Komm her. Leck mich, Lenny! Das ist meine Party! Max, jetzt bleib mal hier, Mann! Halt deine Schnauze! Wo willst du denn hin? Ja, was ist denn passiert? Der ist total voll. Was ist passiert? Oh Mann. Ja. Okay, willst du ihm jetzt nachlaufen oder nicht? Wieso das denn? Naja, er hat keine Jacke, es ist kalt und er ist voll. Ach, er kommt wieder. Kommt, lasst uns einfach weiter feiern. Hey, habt ihr auch was von dem Alkohol getrunken? Nee, wir hatten keinen Bock, aber er schon. Hat er sich übergeben?
Luisa hat ihm den Finger in den Hals gesteckt. Ja, mein Gott, ich dachte, er hätte eine Alkoholvergiftung. Das war sehr gut. Los, wir müssen ihn runter zur Hütte bringen. Der RTW ist gleich da. Komm, los, steh auf. Einfach nur noch da. Alles wird gut. Danke. Er ist dein Freund. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Alles okay? Was ein Arschloch.